Ja, liebe Zuschauer, heute hoher Besuch bei uns im Studio, der Weihnachtsmann persönlich. Und die erste Frage, lieber Weihnachtsmann, in diesem Jahr erstmal, wie geht's dir denn persönlich? Ach, Michael, was soll ich sagen? Ich bin in diesem Jahr total eingeschränkt. Sonst bin ich ja um diese Zeit immer in Güstrow auf dem Weihnachtsmarkt und kann morgens immer noch mit Frau Holle meinen Kakao trinken. Ja, Pustekuchen in diesem Jahr. Kinder, dem Weihnachtsmann geht's ja so wie euch. Ich muss meinen Kakao alleine trinken, Michael. Du hast es gerade angesprochen, es geht ja vielen Städten so ohne Weihnachtsmarkt und gerade in Güstrow. Was fehlt dir denn hier gerade in dieser Woche persönlich am meisten? Ach, Michael, das kann ich dir sagen. Die vielen, vielen Kinder am Nachmittag. Die Weihnachtsmannsprechstunde. Weißt du, und jetzt habe ich schon gehört, einige Kinder haben Angst, dass sie in diesem Jahr ihre Geschenke womöglich nicht bekommen, weil die Weihnachtsmannsprechstunde ausfällt. Aber ihr könnt mir immer noch eure Wunschzettel schicken. Und ich weiß zum Beispiel, dass der kleine Henning sich in diesem Jahr eine Nintendo Switch wünscht. Und die kleine Anja, die wünscht sich eine Monster High Barbie Puppe. Ja, Michael. Da haben wir wieder was gelernt. Ja, Ja. wunderbar. Es ist ja nun mal so, die Deutschen haben ja Klopapier gekauft an Massen im Lockdown. Warst du unterwegs und hast wenigstens Geschenke gekauft? Wohin geht denn der Trend allgemein in diesem Jahr? Ja, der Michael, der Weihnachtsmann kauft doch keine Geschenke. Hör mal. Der Weihnachtsmann hat eine große Produktionsstätte und da sind meine Wichtel wirklich fleißig, aber mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz in diesem Jahr. Auf jeden Fall. Wie sieht denn deine Strategie aus? Ich habe gehört, einige Städte machen Bescherung via Skype. Da kommst du ja dann über Skype und nicht mehr über den Schornstein in die Wohnzimmer. Gibt es einen Strategieplan bei dir und den Wichteln? Ja, tatsächlich, Michael, seit März überlege ich schon, wie mache ich das denn in diesem Jahr mit den Geschenken? Weißt du, die haben ja auch alle ihre Heizung saniert. Die Schornsteine werden immer schmaler und ich denke manchmal, ich werde immer dicker. Aber der Weihnachtsmann hat sich überlegt, in diesem Jahr könnte ich euch ja auch die Geschenke einfach vor die Tür stellen. Weil, Michael, ich muss mich ja besonders beeilen in diesem Jahr. Auf jeden Fall, also sputen. Und liebe Kinder, ohne Weihnachtsmann-Sprechstunde, ihr habt es ja gehört, ist ja vieles nicht mehr so ideal und gewohnt wie in den letzten Jahren. Weihnachtsmann, hast du für die Kinder und die Güstrower Familien noch eine Botschaft persönlich, dass sie irgendwo die Hoffnung auf ein frohes Weihnachtsfest ja aufrechterhalten können? Natürlich. Also zum einen, Geschenke gibt es trotz Corona. Die heißen manchmal vielleicht auch nur Ramona. So, aber in diesem Jahr habt ihr die Möglichkeit, da kommt mal nicht so viel Besuch, aber Mutti und Vati können dann gleich mit euch die Weihnachtsgeschenke ausprobieren. Und liebe Jungs, denkt daran, was ich euch gesagt habe. Manchmal freuen sich die Väter viel mehr über die Kindereisenbahn, die ihr euch gewünscht habt, und spielen den ganzen Abend damit. Also aufpassen, spielt schön zusammen. Und den Eltern, Michael, und das ist mir ganz wichtig zu sagen. Denkt daran, wir haben schon viel, viel schlimmere Krisen bewältigen müssen. Da schaffen wir diese auch. Und gemeinsam kriegen wir das hin. Liebe Weihnachtsmann, besser hätte ich es auch nicht formulieren können. In dem Sinne vom Weihnachtsmann und von mir und dem ganzen Güstrow TV-Team eine frohe Weihnacht. Das wünschen wir auch.